In der Hack Waidhofen wurde der Back to Life Award übergeben. Diese Auszeichnung wurde von der AUVA, der österreichischen Unfallversicherung, ins Leben gerufen. Die Aufgaben der AUVA liegen in der Unfallvermeidung, Unfallversicherung, aber auch in der Reha-Begleitung von Unfallopfern. Der Back to Life Award wurde 1996 erstmals ins Leben gerufen, damals noch als Pflegepreis für pflegende Angehörige, die nach schweren Arbeitsunfällen ihre Angehörigen zu Hause betreuen und pflegen. Da haben wir gesagt, die gehören von den Vorhang geholt und ausgezeichnet. Seit 2016 haben wir auch das erweitert und auch Personen ausgezeichnet, die sich zurückgekämpft haben nach schweren Arbeitsunfällen, nach schweren Rehabilitationsaufenthalten, langen Rehabilitationsaufenthalten, und die sind auch besonders auszuzeichnen, haben wir uns gedacht, und daher wird der Preis von der AUVA verliehen. Bei dieser Veranstaltung wurde Franz Kössel ausgezeichnet. Der Waidhofener, der seit einem Unfall vom Hals abwärts gelähmt ist, hat sich mit bewundernswerter Energie seine Lebensfreude zurückgekämpft und erhalten. Mit vielen liebevollen Helferinnen und Helfern im Hintergrund hat Franz Kössel neue Aufgaben gefunden. Ich habe wirklich einen sehr großen Freundeskreis und eine tolle Familie, die mich unterstützen und wo wir immer wieder einen Spaß haben. Natürlich auch die Aufgaben, die ich noch wahrnehmen kann, ein bisschen was davon weiterzugeben zur Krisenbewältigung und zum Lebenssinn, und ich bin auch durchaus ein gläubiger Mensch und zehre auch davon, aber ja, die Tage sind einfach abwechslungsreich, lustig, manchmal anstrengend, aber ja, es ist sehr lebenswert. Die mentale Stärke von Franz Kössel hat seine Freunde und Wegbegleiter überrascht. Für uns, die wir ihn alle gut gekannt haben und als aktiven Freund erlebt haben, ja, der sicherlich noch vieles vorgehabt hat, war das ganz, ja, es war ein einschneidendes Erlebnis, und jeder hat sich, glaube ich, gedacht, wie würde es mir gehen. Ja? Und was er daraus gemacht hat, ist ganz, ganz faszinierend, eigentlich, muss ich wirklich sagen, weil wahrscheinlich das nur einer von 100 schafft. Die AUVA steht eigentlich genau für solche Situationen, dass sie den Menschen hilft, die solche Schicksale erleiden. Wir begleiten sie von Beginn an, bis sie heute wieder in die häusliche Pflege kommen. Und wir haben natürlich auch sehr viele, die nach wie vor in der Pflege bei uns in den Reha-Zentren sind. Aber die häusliche Pflege, und das haben wir heute sehr, sehr deutlich gehört von Franz Kössel, ist das Wichtigste. Und das war ihm auch am wichtigsten. Dort hat man das persönliche Umfeld, dort fühlt man sich wohl. Und dort ist eigentlich der Lebensmittelpunkt. Zum einen braucht es natürlich einen unbändigen Willen zum Leben. Und den hat der Franz Kössel, wie wir heute gesehen haben, eindringlich. Aber alles das wäre wahrscheinlich nicht möglich, wenn es nicht einen Rahmen gäbe, der von allen Partnern, von allen Institutionen, die damit beteiligt sind, auch wirklich aufgespannt ist. Keinen auf dieser Veranstaltung ließ das Schicksal von Franz Kössel kalt. Jeder konnte sich von ihm etwas mitnehmen. Ich mag diese Veranstaltungen, wenn ich das so salopp formulieren darf, weil sie einen in diesem Alltag, den man selber irgendwie erlebt, einfach ein bisschen bremsen und ein bisschen aus der Zeit rausnehmen, weil man gerade heute, wenn der Franz Kössel selber redet, Zeit haben muss, weil er langsam redet. Aber es ist so toll, dass er es überhaupt kann. Wenn er erzählt, dass er nicht atmen konnte, dass er gerade mal die Augen ein bisschen bewegen konnte, und jetzt sitzt er da und liest uns die Leviten, weil wir zu wenig für die Umwelt tun aus seiner Wahrnehmung, dann ist das wirklich beeindruckend, und da sitzt man gern daneben und hört eine Zeit lang zu. Auf dem Award wird sich Franz Kössel nicht ausruhen, denn er hat eine Mission und er hat etwas zu sagen. Der Back to Life Award hat erstens einmal die Bedeutung, dass er ein großes Danke ist für alle
die mich begleiten. Also denen gehört allen ein Teil dieser Trophäe und sie sicherlich auch anspornen dazu, dass ich weiter aktiv bleibe, weil es noch sehr viel zu tun gibt. Und es war ein berührender Moment, da mit allen zusammen zu sein. Eine Einstellung, wo sich jeder eine Scheibe abschneiden kann.